Und damit, hallo und herzlich willkommen zur Folgennummer, die nicht genannt werden darf, des Elex 2 Let's Plays 88. Wo wir auf dem Weg zurück zum unseren Lager sind, um dort endlich unsere 60 Konstitutionspunkte in Skillpunkte umzuwandeln und wir ein wenig falsch laufen, aber wir kriegen das hin. Will ich den da töten? Ja, komm. So. Und wir dann endlich passive Ausdauer, Lebensregeneration haben. Endlich nach very long time. Und ich mir noch nicht ganz schlüssig bin, wo ich den dritten Lernpunkt reinstecke, obwohl ich da schon noch die Idee gerade hatte, zu gucken, ob das hier jetzt auch freigeschaltet ist. Ja, ist es. Das heißt, ja, ist ja wohl klar, wo der dritte Lernpunkt reingeht. Hier rein. Und danach würde ich dann überlegen, ob ich... Ah, ne, wir gucken dann. Erstmal ist klar, hier geht der nächste rein, der die Ausdauer erhöht. Wir haben mittlerweile einen signifikanten Mangel an Dingenspunkten. An Lernpunkten. Mittlerweile ist es wirklich signifikant geworden. Mir fehlt nicht nur so ein bisschen was, mir fehlt doch schon fast ein bisschen zu viel. Weil eigentlich könnte ich hier easy gerade mal 10 Lernpunkte in meinen Charakter reinstöpseln, ohne dass ich noch weitere Attributspunkte bräuchte. Was jetzt nicht schlimm ist, aber das zeigt mir wieder, dass ich doch mir mehr Gedanken um meinen Charakter bei der Skillung gemacht habe, als ich es am Anfang von mir selber erwartet habe. Just saying. Aber irgendwann wird der Charakter ja dann auch mal an den ersten Punkten ausgeskillt sein. Da sind wir jetzt, glaube ich, bei... Nee, sind wir da noch nicht so weit, oder? Ich wollte gerade sagen, wir wären jetzt bei extra Lebenspunkte soweit, aber dadurch, dass die Regeneration da noch fehlt... Ja, nee, wir sind... Noch sind wir nirgendwo an diesem Punkt angelangt. Doch, hier hatten wir zumindest ein was. Zumindest ein was wären wir fertig. Gut. Egal, was ist... wie sieht es mit dem Skill hier aus? Intelligenz und Gerissenheit. Mhm. Gut. Also wir lernen jetzt erstmal... Lebenspunkte und Lebensregeneration. Das erste, was ich jetzt erstmal lerne. Danach gucke ich noch, wo ich Ausdauer lerne. Und dann entscheide ich, ob ich meine Lernpunkte woanders reinstöpsle oder nicht. Aber gegenwärtig würde ich sagen, ist eigentlich jetzt nicht unbedingt noch so viel zur Auswahl. Naja, wenn dich jetzt jemand hier anquatscht, wegen, kannst du mal das machen oder jenes oder sonst was, werden wir das tun. Alles? Was meinst du? Ich schaue mir die Scheiße ja jetzt schon eine Weile an. Ist das alles, was du so machst den ganzen Tag? Oder passiert da auch mal was Spannendes? Du fühlst dich unterfordert. Was wäre denn etwas Spannendes für dich? Dir den Kopf nach hinten drehen, zum Beispiel. Und außerdem? Na, etwas Lukratives eben. Geschäfte, die etwas einbringen. Deinen Arsch zu pudern gehört eindeutig nicht dazu. Ich bin ja keine gelbe Kuh. Übrigens, Aktivitäten wie Ruinen plündern oder Hornwölfen das Fleisch klauen, gehören nicht zur besonders effektiven Sorte, um Geld zu machen. Okay, ich weiß genau, dass ich eine Menge mehr tue, was, dass ich eine ganze Menge mehr als so etwas tue, du könntest dich ja mit einem... Wir fragen mal, gelbe Kuh? Gelbe Kuh? Was? Ach so, das ist so ein Insider-Ding zwischen mir und, vergiss es einfach. Was ist jetzt? Willst du wieder nur Kleinkram einsammeln oder machst du auch mal einen richtigen Männerjob? Du könntest, noch so ein Spruch, ich schlag dir die Zähne, ich mach, was ich für richtig halte. Du könntest dich ja mehr einbringen. Mag sein. Aber für mich springt dabei herzlich wenig heraus. Hast du einen besseren Vorschlag? Allerdings. Der Duke hat mich schon öfter auf Elixid-Beschaffungsmissionen geschickt. Das habe ich drauf. Du hast jetzt eine andere Aufgabe. Das heißt aber nicht, dass ich auf den einen oder anderen Nebenverdienst verzichten muss.
Wenn ich schon auf deinen Arsch aufpassen soll, will ich als Gegenleistung wenigstens, dass du mich bei der einen oder anderen Sache unterstützt. Jetzt weiß ich, wer das ist. Alles klar. Was hast du vor? Ich weiß, dass einer dieser fahrenden Händler des Öfteren bei uns Outlaws am Rande des Kraters vorbeischaut. Dieser spezielle Kerl hat immer seine Handlanger dabei, die auf ihn aufpassen. Zufällig weiß ich, dass er dort bald wieder auftauchen wird und seine Nahrungslieferung verhökern will. Woher weißt du das so genau? Ich weiß es einfach. Das muss reichen. Okay. Da kommt also ein Händler mit einer Menge Fressalien zum Rande des Kraters. Und was genau ist dabei so lukrativ? Das Elixid, das er dabei hat, natürlich. Moment mal. Du willst irgendeinen Händler, der den Krater versorgen soll, vermöbeln und ihm die Kohle aus der Tasche ziehen? Nennen wir es Nebeneinnahmen. Für mich klingt das eher wie ein Geldeintreiberjob. Den Auftrag hast du doch vom Duke. Irgendwie steht dieser Händler beim Duke in der Kreide und du sollst ihm Beine machen. Und wenn es so wäre? Dann hättest du das auch gleich sagen können, anstatt mir diesen Quatsch über den Nebenverdienst zu erzählen. Also, wenn du bereit bist, gehen wir los. Warum sollte ich das tun? Nein. Bereit für große Schandtaten. Warum? Das ist überhaupt nicht das, was ich machen möchte. Eine neue Ortung. Thompsontown, Caracas. Okay, dieses Mal wollen sie offenbar die alte Ruinenstadt verwanzen. Ich bin sehr interessiert an den neuronalen Netzwerken der Skyans. Wie effizient sind sie wirklich? Ich beginne mit der Analyse, sobald wir die Kontrollknotenchips gefunden haben. Wühlen im Ruinendreck für die Wissenschaft. Meine Sensoren haben eine ausreichende Reichweite, um den direkten Kontakt zu vermeiden. Ja, genau. Du brauchst dir die Hände nicht schmutzig machen. In diesem Fall? Müsstest du erst einmal Hände haben, ich weiß. Ich würde das sogar gerne machen. Ich würde aber ehrlich gesagt gerne erstmal noch fix lernen. Bevor ich das jetzt gleich mache. Also fix zu dir. Wir reden sofort mit ihm. Bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei. Ich werde es versuchen. So, und jetzt will ich das lernen und da er das auch kann, nehmen wir gleich noch das mit. Zack. Geld so gut wie alle. Das könnte man hier noch auf Konstitution stecken. Ich mache aber jetzt Folgendes. Wir haben hier anscheinend genug, was ich tun soll. Ich mache jetzt erstmal die Quest mit Crony zusammen. Und dann schauen wir weiter. Gut, dann gehen wir es an. Finden wir deine Chips. Positiv. Sie scheinen bemerkt zu haben, dass wir ihre Kontrollknotenchips erbeuten. Wie kommst du auf diese Idee? Das Aufgebot ihrer Streitkräfte in diesen Bereichen wird größer. Wir packen das schon. Ja. Auf geht's. Gut, Crony schießt sich mir an. Ich folge dem Commander. Und jetzt können wir auch unten links sehen, wie meine HP sich langsam, aber sie regenerieren sich. Die fighten. Es ist die Frage, ob das der perfekte Moment ist, mitzumachen. Ich würde sagen, der Moment ist zumindest nicht schlecht gewählt. So, einmal einen harten Hit hier, komm. Batsch. Er war nicht so geil, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Die HP-Regeneration ist nicht von schlechten Eltern. Keine Sorge, das geht schon. Okay, wenn ich mir das unten links angucke, da kommt doch ordentlich HP bei rum. Und wir kommen hier auch gut voran. Ich hätte echt gedacht, das ist problematischer. Dann erstmal noch den Hetzer hier. Wir sind mittlerweile echt stark geworden.
Crony einmal zerlegt, das ist okay. Er dürfte gleich wieder aufstehen. Jo. Der kriegt keinen starken Hit. Wir müssten den da hinten mal rauskriegen. Komme ich von hier an dich ran? Ja, zumindest reicht es, um Schaden zu machen. Und er ist raus. Sehr schön. So. So, haben wir. Nichts leichter als das. Jetzt lassen wir meine HP mal absichtlich so niedrig, Vorsicht, wie sie sind. Und... Ja, ich weiß. Schau mal, wie schnell die Recken. So. So. Da hinten wäre noch ein Vieh. Das nehmen wir am besten gleich noch mit. Ne, ist nur eins. Ich dachte schon, es sind zwei. Okay, er hat nicht dahin geschossen, wo ich dachte. Gut, dann gehen wir hier rein. Wir können ja hier gleich noch... Wo sind wir eigentlich auf der Karte? Ach, wir sind... Okay, wir können ja gleich noch erkunden. Wir müssen eh aufpassen, was ich erkunde. Systemoptimierung. Kontrollknotenchips gefunden und eliminiert. Und, was hast du sonst noch? Es scheint so, als sei die Skyen-Technologie dem Gehirn eines Humanoiden nachempfunden. Ein Datenaustausch von einem lebendigen Gehirn und der Forma-Technologie ist sehr leicht möglich. Man könnte also ein menschliches Gehirn direkt an die Maschine anschließen? Der Umkehrschluss wäre, dass die Skyens humanoide Lebewesen ähnlich wie die Menschen sind und ähnliche Gehirnströme besitzen. Das überrascht mich jetzt nicht wirklich. Dafür sind sie mir nicht fremdartig genug und handeln zu sehr in Verhaltensmustern, die ich auch bei uns Menschen beobachte. Viel interessanter fände ich es zu wissen, wer diese neuronalen Netzwerke effektiv steuert. Haben sie tatsächlich lebendige Wesen in ihre Systeme und Former verbaut, die diese Dinger kontrollieren? Oder verlassen sich die Skyans auf ihre künstlichen Algorithmen und Steuerkonsolen, die sie genau wie wir immer noch manuell bedienen? Informationen unzureichend für eine fundierte Aussage. Dann suche uns weitere Chips, die du analysieren kannst und melde dich bei mir, wenn du wieder etwas gefunden hast. Starte Suchalgorithmus. Okay, gut. Und du kannst wieder zurückgehen. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Und jetzt ist eigentlich bloß noch, dass ich hier weg möchte. Aber so weg möchte, dass ich nicht aus Versehen zu den Dingern hier reingehe. Und eigentlich will ich zurück hierhin, glaube ich. Ja, will ich definitiv. Will ich definitiv. Dann würde ich sagen, beschränken wir uns beim Looten hier mal auf die Ecke und gehen gleich nach hier hinten raus. Gucken also noch einmal hier fix in das Gebäude rein. Wobei, interessant wäre vielleicht noch die Frage, ist hier noch irgendwas? Wenn ich hier schon einmal bin. In der Hoffnung auf mehr Lernpunkte suchte er nach Tränken. Und jetzt könnte ich mich eigentlich gleich mal noch entscheiden, ob ich... Da hinten scheint es auch noch was zu geben. Gleich mal noch entscheiden, wo ich meine Skillpunkte reindrücke. Erstmal hier noch looten und dann gucke ich mal ganz kurz, wo ich jetzt reinskille. Also... Fähigkeiten. Wir hätten 7 Attributspunkte. Die sind nur interessant. Also, ich möchte lernen das hier. Das ist klar. Dazu fehlt es mir an allen. Neben Geld. An allen. Ich würde gern das lernen. Das geht schon. Das lernen. Das geht auch schon. Das geht auch schon. Das hier geht alles schon. Da mangelt es nur an dem hier. Das heißt, hier brauche ich auch keine Attributspunkte reinstecken für den Ernstfall. Das hier, mehr Konstitution. Okay. Würde gern das lernen, Gerissenheit. Bessere Esser habe ich die Konstitution schon. Mehr Ausdauer würde ich jetzt
noch mehr Konstitution brauchen. Dann würde ich auch langsam an den Punkt ankommen, dass ich mehr Konstitution als Stärke habe, was ich nicht als in Ordnung einstufen würde. Also wenn, dann müsste ich jetzt eher sagen, wir drücken noch weiter auf Stärke, bis wir da auf 75 sind. Und dann Geschicklichkeit auf 50 und Gerissenheit auf 50. Und dann sollten wir hier unten auch noch... Dann hätten wir das, dann würden hier noch 5 Punkte da drauf fehlen. Da würde dann auch nicht mehr viel fehlen. Das ist ein guter Plan. Du hast ein... So. Ja, das, da werde ich wahrscheinlich nicht hinkommen. Aber der Plan gefällt mir gerade. Dass wir jetzt, also... Stärke auf 75 skillen, danach Geschicklichkeit auf 50. Oder wir skillen zuerst Geschicklichkeit auf 50 und danach Stärke auf 75. Dann kommen wir schon mal da dran. Dann haben wir hier quasi unsere Punkte. Erstmal wollen wir das noch skillen. Dann Gerissenheit auf 50. Genau, also erstmal... Eigentlich können wir auch mit Gerissenheit auf 50 anfangen. Dann kriegen wir nämlich hier unten noch einiges an Freischaltung, die dann quasi so... Also wenn ich jetzt sage, Geschicklichkeit, Intelligenz und Gerissenheit, beides auf 50 skillen, kommen wir an sehr viele Punkte recht simpel noch ran, wo wir vielleicht da mal noch sagen müssen, okay, das vielleicht auf 55. Das wäre jetzt der erste Plan, den wir verfolgen. Den machen wir auch. Gut, wir beginnen mit... Damit. Gerissenheit auf 50. Weil das am schnellsten geht, glaube ich. Ja, oder auch nicht. Oder Geschicklichkeit auf 50. Das wird auch nicht so viel schneller gehen. Aber ich will die Punkte hier reinsetzen. Und hier rein. Deswegen, ich brauche keine Konstitutionspunkte. Ich kann echt sagen, ich schalte mir Sachen frei. Also komm, Gerissenheit auf 50. Auf geht's. So dass wir zumindest Lernpunkte bekommen. Irgendwie. Dass wenn wir Lernpunkte bekommen, dass wir die zumindest dann auch gleich sinnvoll einsetzen können, obwohl wir das jetzt eine ganze Zeit lang können. Wirklich eine ganze Zeit lang. Und ich könnte jetzt schon sagen, ich lerne nur noch. Hacken auf F. Ich lerne nur noch Stärke erstmal und ich werde immer noch genug zum Lernen haben. 5 und 9 sind nicht freigeschaltet. Größer, also wird kleiner, wird größer. Also, wird kleiner, das. Und hier schreiben wir die 6 rein. Boah, alles sofort richtig, okay. Die 2. Das war aber jetzt sehr viel Zufall. 10 Geschicklichkeit und ein erfahrener Jäger. Okay, wir haben mittlerweile echt eine nennenswerte Anzahl an Expertensystemen. Nicht Expertensystem. Ihr wisst schon, was ich sagen wollte. Und eigentlich ist es mir hier gerade ein bisschen zu viel, um hier alles zu looten. Ich wollte eigentlich nicht die ganze Stadt erkunden. Ach komm, jetzt gehen wir hier zumindest noch die Etagen hoch. In dem Gebäude. Und schauen, ob hier noch irgendwas ist. Das wäre, ja, die Ecke wäre mein Lieblingsarbeitsplatz. Der nicht so, aber die Ecke hier. Ja, okay. Passt gut. Und das Schöne ist jetzt, der Kampf lief zwar nur so semi-geil, aber ich brauche mich nicht um meine HP kümmern, weil ihr könnt jetzt so unten links mal den Lebensbalken beachten. Der fühlt sich jetzt gemütlich von alleine. Also dieser Skill war zumindest essenstechnisch, wenn man nur ab und zu mal kurz fightet, sehr sinnvoll. Auch wenn irgendwie die Erkundung dieses Gebäudes hier sich bis jetzt als... nicht so geil erwiesen hat. Ja. Naja, aber was will man von dem Bürogebäude erwarten? Hier wird man auch komplett hochkommen. Okay, also wir nehmen jetzt noch das Gebäude mit und dann das und dann verschwinden wir hier raus. Ich möchte hier nicht alles erkunden.
Aber bevor wir hier alles, was ich gerade gesagt habe, erkunden, sind erstmal die 20 Minuten um. Das heißt, wir gehen einmal in die nächste Folge. Und erkunden dann weiter. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben, damit schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß. Und sag wie immer zum Schluss. Tschö, mit ö.